Aha. Die meisten Leute, die sich, die in die Politik gehen, sind eifersüchtig auf sie. Was ist mit dir? Allerdings, sie schaffen es, die Sinne zu ändern. Ich respektiere ihren Glauben darin, das Böse zu zerschmettern und die Schwachen zu retten. Interessant. Ist das nicht etwas Ähnliches, für das du stehst? Stehst? Ja, so. Das kann ich nicht abstreiten, aber das ist nicht der Grund, warum ich sie unterstütze. Ich wette, sie sind eine Gruppe von jungen Leuten. Junge Leute, die viele Ungereimtheiten und Ungerechtigkeit erfahren haben. Sie stellen sich mutig den sozialen Problemen, die unsere Welt plagen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Mutig, doch bemitleidenswert, schätze ich. Also, dass das frühere Reichstagsmitglied, das durch Skandale befleckt wurde, wird sich nun auf ihre Seite stellen, ha? Ja, ist auch eine gute Sache. Ist das der Grund, warum du mich ge oder mich gefragt hast, hier mit mir darüber zu sprechen? Nein, die Partei hat sich entschieden, welche Kandidaten sie zurück in die verschiedenen Wahlbereiche stellen möchte. Und? Einer unserer Hauptkandidaten wird diesen Bereich repräsentieren. Der Partei und der Parteistrategie oder Wahlstrategie der Partei zufolge. So. Du hast keine Chance zu gewinnen. Oh, so direkt auf einmal. So, also du sagst also, ich sollte meine Kampagne aufgeben, um ein Mitglied des Reichstags zu werden. Aha. Ich werde nicht um den heißen Brei herumreden. Zieh dich aus der Wahl zurück und bekomme und werde meine rechte Hand. Ja, bekomme meine rechte Hand, genau. Ja, werde meine rechte Hand. Das wird auch nicht umsonst sein. Ich werde in Bewegung setzen, dass du als Parteimitglied wieder eingestellt wirst. Naja, und dafür hast du ihn dann bei den Eiern, ne? Und ich werde eine erweiterte Untersuchung einleiten, wegen deiner Anschuldigung. Aha. Warum macht er das nicht jetzt schon als so guter Freund? Warum muss er erst sich in seine Dienste stellen? What? Matsushita. Du wirst endlich deinen Namen reinwaschen können. Denk drüber nach. Wir werden uns dann bald sehen, Mr. Secretary. Oh. Er hat doch bestimmt irgendein zwielichtiges Motiv. Wenn er so hoffnungsvoll wäre, dann würde er mich nicht, hätte er mich nicht gefragt, nicht, für den Reichstag anzutreten. Ich erwarte, dass er versucht, einen Vorteil aus mir herauszuschlagen. Das passiert häufig in dieser Welt. Was würdest du in Zeiten wie diesen tun, Akira-kun? Ja, ich würde
ganz klar ablehnen dann. Also sagst du mir, ich soll mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, hä? Du bist sehr inspirierend. Thank you. Danke, dass du mir deine ehrliche Meinung mitgeteilt hast. Keine Sorge, ich werde nicht aufhören, Ansprachen durchzuführen. Und über allem, ich wünsche mir, weiterhin mit dir reden zu können. Du hast so eine frische Ansicht in dieser Welt. So, und unser Bündnis mit Yoshida vertieft sich weiter. Sind wir jetzt bei 6. Ja, auf einem sehr guten Weg. Alright. Machen wir für heute Schluss. Tut mir leid, dass ich dich dazu gebracht habe, hier mitzukommen. I shall ask you again another time. Wir sehen uns dann bald. Na gut. Ja, also das klingt ja wirklich nach einem ziemlich fast schon hinterhältigen Angebot. Er kommt zwar in den Reichstag zurück und wird dann sein Schoßhündchen. Naja. Ah, catchy. Good morning. Ah, ich hab's rechtzeitig geschafft. Ich schätze, ich bin eh noch gut dran, wenn du hier bist. Rechtzeitig dran. Na, egal. Ich kann heute einfach nicht zu spät kommen. Kein Morgenmensch. Nein, ich war ziemlich früh aufgestanden, um ein Shooting für eine Nachrichtensendung zu machen. Ich habe viel mehr Arbeit im Fernsehen wegen der Phantomdiebe. Ach, das ist aber schrecklich. Ich habe die Erlaubnis von meiner Schule, aber es ist immer noch schwierig, beides zu machen. Ah, ich kann mich nicht beschweren. Ich kann mich nicht weiter beschweren. Nun tun wir beide unser Bestes heute. Ach, danke für deine guten Tipps. Für deine Lebensweisheiten. Naja. So sorry. Es ist so ekelhaft und feucht, selbst wenn es ja am Ende Juni ist. Am Ende des Juni-Monats. Oh ja, in Japan, wenn die regnerische Saison endet, sagen wir, dass es sich öffnet. Okay, ja, die Himmelstore öffnen sich oder wie. Aber im Englischen ist es viel häufiger zu sagen, dass sich die regnerische Saison schließt. In Anführungszeichen. Seid vorsichtig. Ausdrücke für das Wetter sind vollkommen anders und davon abhängig, in welchem Land ihr lebt. Aha, interessant. Nun denn, Mr. Akira. How about you? Im Englischen, was bedeutet die Aussage Hunde- und Katzenwetter? Oder worauf lässt diese Aussage zurückschließen? Ja, schweren Regen. Good. Das ist richtig. Es regnet Katzen und Hunde. Die stärkste Theorie für seinen Ursprung ist, dass die Geräusche von Regen sich ähneln mit den Geräuschen davon, wenn Katzen und Hunde sich bekämpfen. Okay, interessant. In einigen anderen europäischen Sprachen beschreibt man schlechtes Wetter als Hundewetter. Ja, durchaus. Mann, sind wir gut. Nice going. Wieder mehr Wissen für uns. Alright. Noch dazu, im Norwegisch sagen sie, es regnet Hexen und im Polnischen sagen sie, es regnet Frösche. Auf Polnisch. einfach nur zu sagen, schwerer Regen. Wenn viele Sachen herunterfallen, ist
vielen Ländern in der Welt. Okay. Oh ja, hier sagt man, dass wenn eine Katze sich ihr Gesicht wäscht, dann regnet es. Habe ich auch noch nie davon gehört. Ich wasche mein Gesicht jeden Tag, weil ich gerne sauber sein möchte. Und lass mich dir sagen, das ist ein Haufen von Bullen. Scheiße. Na denn. Noch nie gehört davon, von dieser Redensart. Wenn sich die Katze ein Gesicht wäscht, dann regnet es. Aber okay. Dunkelster Aberglaube, mit dem wir uns hier auch nicht weiter befassen wollen. Denn wir haben 12 Tage noch weiterhin. Es regnet. Ja, aber okay. Speichern wir erstmal ab. Und dann wollen wir mal sehen, was machen wir denn heute? Hyosuke. Ja, warum nicht? Mit Makoto Senpai können wir ja noch nichts unternehmen. Naja, gut. So, ein bisschen abhängen, das wird ihm wieder nicht passen. Ja, beruhig dich. Ich habe Neuigkeiten für dich. Mein Werk Verlangen wurde akzeptiert in der öffentlichen Ausstellung. Oh, das ist doch cool. Es wird nun ausgestellt, wo wir jetzt gerade, wo wir sprechen, ausgestellt. Würdest du gerne, oder würdest du mit mir da hinkommen? Ja, machen wir doch gerne. Und nochmal schauen, wie das dann so ankommt. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das gut sein wird. Ehrlich zu sein, ich bin selbst noch nicht dahin gegangen. Das sollte doch lieblich werden. ja, Morgana verzieht sich für eine Weile. Oh, und wir haben einen neuen Ort entdeckt. Kulturelles Museum. Das ist doch eine tolle Sache. Vier berühmte Gemälde und Skulpturen. Na dann. Ja, dann schauen wir doch mal, was das Werk von Yosuke indeed so macht hier. Noch dazu, zusätzlich zu der Ausstellung dieser Show gibt es auch noch einen hervorgehobenen Teil. Ich schätze, mein Werk sticht wahrlich heraus in diesem See von Kunst hier. Doch ist noch niemand hergekommen, um es zu sehen. Vielleicht haben sie so viel Angst vor der Wahrheit, die darin liegt, dass sie es nicht wagen, es sich näher anzusehen. Sicher? Ich weiß ja nicht. Was soll das denn jetzt sein? Da ist eine dunkle, fast finstere Aura, die da ausgestrahlt wird. Der Titel ist Verlangen. Ich sehe kein Verlangen hier. Ah, ich verstehe jetzt. Dieser Bereich ist für Schüler. Der Künstler hat sich vermutlich mit einem Schnellschuss dazu entschieden, das zu malen. In der Tat, da ist weder Eleganz noch Emotion in diesem Werk. Oh, das ist heftig. Komm, Liebes, da sind noch viel mehr detaillierte Gemälde da drüben. Ja, viel detailliertere Gemälde, so. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich bin dadurch nicht im geringsten von gestört. Das war nichts mehr als das Geschwafel von irgendwelchen gewöhnlichen Leuten. Ich muss darüber nicht weiter nachdenken. Naja, wenn du das meinst. Solange die meine Arbeit verstehen, das Wissen, bin ich glücklich. Da
das ist... Wow. Sieh nur, ein wissender Kunde ist angekommen. Oder Begutachter, ja. Ich hätte gern Ihre Meinung, Sir. Was sind Ihre Gedanken zu diesem Werk? Ich kann klar erkennen, warum es akzeptiert wurde in dieser Ausstellung. Die Technik ist exzellent. Das hört sich doch gut an. Allerdings die Komposition als ein Ganzes ist, wenn überhaupt, höchstens mittelmäßig. What did you say? Wie können Sie es wagen? Oh, sind Sie der Künstler? Der Titel wird hier gelistet als Verlangen, aber die Idee ist schon ziemlich, wird schon ziemlich häufig verwendet oder zu häufig verwendet. Manche können sie auch als langweilig bezeichnen. Wenn Sie ein abstraktes Werk mit solch einer alten Thematik malen möchten, dann müssten Sie ein wenig mehr Individualität mit hineinbringen. Was? Sehen Sie noch mal hin. Versuchen Sie, sich selbst von dem Glauben des Künstlers zu trennen. Diese Pinselstriche sind großartig für Ihr Alter. Sagt dieses Gemälde wirklich etwas aus? Bei Ihnen wirklich etwas aus? Es ist leer und hat überhaupt keine Bedeutung. Ich schlage vor, dass Sie mit einem kritischen Auge an Ihre Arbeit herangehen in der Zukunft, wenn Sie wirklich voranschreiten wollen als Künstler. Meine Arbeit ist leer? Lass dich davon nicht beunruhigen. In der Tat.